Macht hat, wer sich die Deutungshoheit nimmt. Der SPD-Gabriel hat sich kürzlich diese erdreistet und S21 auf eine kleine Bahnhöfle-Logik verkürzt. Wir stehen hier, weil wir wissen, S21 ist der größte Wirtschaftskorruptionsfall Deutschlands und wir wissen es. Darum sind wir hier auf der Straße. Wir sind sichtbar und wir sind unbequem. Und darum ist es mir erneut eine wirklich große Ehre, zu euch S21-Gegnern sprechen zu können. Herzlich willkommen zur 224. Montagsdemo hier auf dem Stuttgarter Marktplatz. Hallo Stuttgart! Ich darf heute wieder für euch moderieren. Mein Name ist Katharine Ertel. Was ist denn das Programm für heute? Wir werden euch zuerst einen kurzen Bericht vom 4. Forum geben, deswegen stehe ich auch nicht mehr allein auf der Bühne. Danach wird Pfarrer Friedrich Gehring sprechen. Herr Gehring, falls Sie inzwischen da sind, kommen Sie gerne mal hinter die Bühne, sonst müssen wir doch noch die Reden umstellen. Danach hören Sie nochmal die Musik von Critical Class. Dann gibt es den Soli-Brief mit Anmerkungen zu Gewalt im Gesi-Park von Dr. Norbert Bongartz aus dem Arbeitskreis gegen S21. Wir haben einige Termine und der Demozug wird uns wieder zum Nordbahnhof führen, zum Nordflügel vor die LBBW. Super, der Herr Kirin ist da. Jetzt erstmal ein Bericht vom 4. Forum, was sehr wichtig für uns ist. Was haben Stuttgart und ein kleines idyllisches Bergdorf inmitten teils rundlichen, teils wuchtigen, bewaldeten Bergkuppen und verschlafenen Seitentälern in Rumänien gemeinsam? Sie werden von schädlichen Großprojekten überrollt, eingefädelt von Konzernen und korrupten Politikern. Und die Bewohner leiden. Sie sind davon bedroht, ihre Heimat, das soziale Umfeld zu verlieren. Sie bluten für das Projekt ökologisch und finanziell. Wir wissen es genau. Dies alles im Zeichen der neoliberalen Entscheidung zugunsten der Umverteilung hin zu den Banken und Konzernen und ermöglicht durch die undemokratischen strategischen Erschließungs- und Ausbeutungspläne der EU. Das kleine Dorf in Rumänien heißt Rosia Montana. Der kanadische Bergbau-Großkonzern heißt Gabriel und will dort um je 1,2 Gramm Gold aus einer Tonne Gestein zu gewinnen, drei komplette Bergstöcke rund um das Dorf abtragen. Die Dorfbewohner aus ihren Häusern und von ihren sie ernährenden Bergschollen vertreiben und im Nachbartal einen Staudamm ziehen, um einen hochgiftigen, 4 Kilometer langen Stausee mit Cyanid einzulassen. Das für die Herauslaugerei des Goldes aus dem zerborstenen Stein gebraucht wird und das natürlich nie in der Erde versickern kann, sondern selbstverständlich ganz sicher im Staubecken bleiben wird. 140 Milligramm Cyanid sind für einen Menschen tödlich. Tausende Tonnen sollen hier eingesetzt werden. Was, wenn sich Überschwemmungen und Erdbeben ereignen? Im ebenfalls rumänischen Baia Mare brach im Jahr 2000 ein Staudamm eines solchen Cyanidsees und die zweitgrößte Umweltkatastrophe Europas wirkte sich bis Ungarn und Serbien aus. Als sich nun 2013 ein junger Musiker aus der Bewegung Save Rosia Montana am 3. Forum hier in Stuttgart beteiligte, war das Entsetzen und die Solidarität aller Teilnehmer groß. Die Bewegung um die Komponente Erdausbeutung reicher. Nach Rücksprache konnte das 4. Forum gegen unnütze und aufgezwungene Großprojekte und Rosia Montana heute von 8. bis heuer von 8. bis 11. Mai stattfinden. Die S21-Bewegung war mit rund 25 Teilnehmern die größte Gruppe auf dem Forum und einige von denen, die dabei waren, stehen heute mit mir auf der Bühne. Diese Foren so wertvoll. Erstens das Verständnis füreinander, die Solidarität miteinander, die sich immer wieder ähnelnden Probleme wie Bekämpfung der Bewegung durch Pseudo-Volksabstimmungen, Schlichtungen, gegnerische Pressekampagnen,
Gewalt der Staatsmacht bei Demos, Besetzungen, Sitzblockaden, politisch geführte juristische Aburteilungen, Diffamierung und Kriminalisierung. Die Freundlichkeit unserer Gastgeber, junger Leute aus den Städten Cluj, Napoca und Sibiu, heißt Hermannstadt, von Eugène, dem Bauern, auf dessen Privatgrund das Forum stattfand, die großartige vegane Küche der jungen Leute, die noch bis zur letzten Sekunde an zwei neuen Schobern und dem Nachtlager Stockwerk über der Koch- und Esshütte gehämmert hatten. Sie haben uns alles gegeben, was sie hatten. Zelte, Übersetzer, 4 Klos, Freiluftduschen, Essgeschirr, ein Kühlschrank für das abendliche Bier. Überhaupt, die jungen Leute, von den rund 200 Teilnehmern, unter anderem aus Frankreich, aus dem Susatal in Italien, aus Großbritannien, aus den Niederlanden, aus der Gesika-Park-Bewegung in der Türkei, aus Marokko waren diesmal ausnehmend viele junge Leute dabei, zum Beispiel auch aus dem Hambacher Forst bei Köln, die gegen ein Riesenrad großes Kohlefördergerät immer wieder die Bäume dieses Waldes besetzen, den Kohleförderzug stoppten und damit die dort tätige RWE am Nerv trafen. Die Kriminalisierung, die wir hier aus Stuttgart sehr gut kennen, bekommen derzeit insbesondere 4 junge Menschen in Italien zu spüren, die in 4 verschiedenen Gefängnissen in Isolationshaft sitzen, weil das Bahnprojekt im Susatal mittlerweile zu einem Projekt von nationalem Interesse erklärt wurde. Sie werden behandelt wie Top-Terroristen. Es gibt Solidaritätserklärungen für sie. Das vierte Forum stand im Zeichen des Austausches über die persönlichen Erfahrungen im langwierigen Widerstand, über die Rolle der Parteien in den Bewegungen, über die enorme erforderliche Ausdauer und das Durchhaltevermögen, über Perspektiven, Erfolge und Misserfolge. Es wurde bewusst, dass in Großbritannien nunmehr 60% der Landfläche für Fracking und somit zur Grundwasserversorgung freigegeben wurden. Es wurde weiterhin bekannt, dass das Landgrabbing, der Zugriff und Aufkauf der Konzerne auf das ehemals staatliche Land in 4 EU-Staaten, unterstützt von der EU und den Parlamenten, massivst zugenommen haben. In der Schlusserklärung des vierten Forums wurde die Solidarität zueinander, ebenso die damit verbundene Ablehnung des im Geheimen vorangetriebenen TTIP-Abkommens zwischen EU, Kanada und USA erklärt und das Forum ganz klar als eine über die europäischen Grenzen mittlerweile hinausreichende Bewegung anerkannt, die ausdrücklich Fracking und Bergbau mit einschließt. Eine offizielle Plattform im Netz zur Information und Austausch der Bewegungen wird nun aufgebaut. Der Kampf gegen die unaufgezwungenen Großprojekte kann letztlich nur durch die Solidarisierung aller gewonnen werden, weil dadurch jede einzelne Bewegung vor Ort gestärkt wird. Meine wichtigste Erkenntnis: Viele Bewegungen, wie auch wir, sitzen in einer Isolation des Wissens. Wir wissen extrem viel, aber wir kriegen es nicht an die Bevölkerung vermittelt, weil wir das nicht bewerkstelligt kriegen sollen. Das ist durch diverse Maßnahmen, siehe hier in Stuttgart auch durch den Rahmenbefehl zu dieser Thematik, eingefädelt von den Projektbefürwortern von Polizei, Staatsschutz und politischer Landesspitze gedeckt. Die Rumänen haben diese Probleme auch. Die Rumänen, die Franzosen und Italiener wurden eine Massenbewegung. Und sie haben mir eine Idee aufgesteckt, wie wir die Isolation durchbrechen können und sollten, wenn wir Erfolg haben wollen. Sie haben mir auch uns neuen Mut gemacht und Klarheit gebracht, hier weiter auf die Straße zu gehen, geradlinig, entschlossen, sichtbar und unbequem zu sein und noch so einiges mehr zu tun. Was haben denn die Rumänen gemacht, als eine Abstimmung des Parlaments über Rosia Montana anstand? Sie haben das Parlament besetzt. Projekt gestoppt. Die Aktienkurse von Gabriel im Keller.
400 Arbeiter vor Ort mussten entlassen werden. Diese Projekte werden nie wegen des mangelnden Geldes gestoppt, sondern nur aus einem Grund: wenn sie politisch nicht mehr opportun, nicht mehr wohl angesehen sind. Darüber sollten wir alle als Bewegung gemeinsam sprechen und so bunt und vielfältig, so frech und kreativ, wie wir es in uns tragen und bisher bewiesen haben, dranbleiben. In diesem Sinne sage ich allen, oben bleiben, dranbleiben und kreativ bleiben. Danke. Wer mehr zu Rosia Montana wissen will, es wird einen ersten Infoabend geben am Freitag, 27.06. um 19 Uhr im Lilo, und es wird auch noch weitere Abende geben. Dann ist es wichtig, dass wir daraus lernen und überlegen, was wir daraus machen können. Danke. Während die Rosia Montana Besucher weitergehen, möchte ich schon einen ersten Hinweis geben auf die SSB-Kampagne. Wir haben wieder neue Plakate zur SSB-Kampagne zum Aufhängen am Stand. Und wir möchten einen Dank loswerden. Alleine am Wahlsonntag wurden von euch 650 Unterschriften fürs Bürgerbegehren gesammelt. Nur an diesem Tag alleine. Herzlichen Dank dafür. Sabine Schmid hat mir gesagt, wir biegen bei diesem Bürgerbegehren mit unserer Sammlung inzwischen auf die Zielgerade ein. Das Ziel ist in Sicht, also dranbleiben, weiter sammeln, aber wir sind auf der Zielgerade. Und das finde ich eine sehr gute Mitteilung. Und jetzt hören wir Pfarrer Friedrich Gehring von den Theologen und Theologinnen gegen S21 zur Online-Petition. Herzlich willkommen, Friedrich Gehring.